Benjamin is in the house. Machen wir eine Runde Singleplayer auf Doppel-GP-Moabs. Why not? Wie findest du es? Ich finde sie OP. Ja, nicht OP. Sie ist okay. Gegen die Moabs später macht sie wirklich gut Schaden mit ihrem Fluch. Kann als einzige Einheit auf Level 1 Tarn Leads kaputt machen. Wäre ganz cool. Der folgende Mörser wäre interessante Sachen müssen, finde ich auch. Wäre ganz cool, wenn sie es einbringen würden. Darky Schmocky, lade dich zu einem Turnier ein. Er macht Livestream. Was? Mach jetzt unplatzbar Solo. Ach, vielen Dank, dass du so nett schreibst. Dass ich das netterweise machen soll. Fisch, ey. Moin, Jan. Ich träume immer von Sachen, an denen ich irgendwo herunterfalle und dann wache ich auf. Schade. Nächstes kommt wieder Extremspieler. Ich find's voll cool. Wie meinst du das? Let's make some noise. Yeah. Let's make some noise. Ich träume oft davon, im Krieg hunderte Menschen zu töten und wechsle dann den Körper und töte mein altes Ich. Keine Ahnung warum. Das sind interessante Träume. Was, Fisch? Nicht du, Fischkopf. Nicht du, mein Bester. Ich gebe. Bei Horin Homer. Schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ich Extremspieler Maps. Naja, Extremspieler Maps ist ja Experte. Wir sind ja Extremspielerniveau. Psychopath? Wer? Du? Achso, er. Der YOLO zockt. Ach, anhand von Träumen kannst du das nicht zurückschließen. Jeder Mensch kann alles träumen. Du kannst doch träumen, dass du jeden Tag 100.000 Menschen umbringst und eigentlich bist du die netteste Person der Welt. Was ist, dein Gehirn verarbeitet hat irgendwas. Aber wie geil das ist, wenn man hier einfach klickt und auf einmal sofort das Upgrade bekommt. Ist ja flüssig! Was haben wir hier? Lotus, Insel, Doppel-GP-Moab. Kannst du mal bitte den Sniper auf 5-2-0? Nee, 5-2-0 stinkt. Wir können es probieren, ob wir genug Geld haben. Ich habe keine der Geldkisten verloren, da wenn du nicht speicherst und dann auf meinen anderen Geräten in alten Computer spielst, hast du dein ganzes Zeug noch. Nur die Runde wird nicht gespeichert. Ja gut, wenn du diesen Aufwand betreibst, um 3 Geldkisten zu sichern, dann verstehe ich, dann weiß ich auch nicht weiter. Erstmal die semi-automatisch haben. Miau. Mach bitte unplatzbar. Ja, geht doch. Warum nicht gleich so? Hatte früher Träume, in denen ich versucht habe, mich zu steuern und dann aber nicht meinen eigenen Willen hatte und das von allein. Dass das von allen allein alles geschieht. Kannst du den Freibad auf den Captain Jack Sparrow nennen? Nö, gerade nicht. Was ist der Lieblingsstufe 5 Skillung? Der hier zum Beispiel, Armbrustmeister, finde ich ganz geil. Elite-Verteidigung finde ich mittlerweile sehr gut. Ja. Kannst du bitte mal sagen, wie man die Nägel am Ende bekommt, habt ihr sie von Ausrufezeichen Affen wissen? Ich sehe gerade einen neuen Helden und frage mich, ob der OP ist. Wo siehst du einen neuen Helden? Ich liebe deine Videos, Chims. Ich möchte mal einen eigenen Kanal machen mit einem Freund. Mach das, viel Erfolg. Hast du mir eigentlich gesagt, wie alt du bist, Anke? Ich habe letztens gesagt 13, ne, habe ich getippt. Hat Anke erzählt, wie alt sie ist? Nee, ne? Sie wird nur durch ihr Alter schätzen, aber sie hat nicht geantwortet, glaube ich. Oder Anke? Erzähl mal. Kannst du gleich bitte Chip spielen? Kann ich immer nur sagen, schauen wir mal. So, kann ich ja wieder mit dem Race über 10 Runden starten? Oder diese Träume, wo man dann aufwacht und sich denkt, ist das jetzt real oder nicht? Also, was habe ich bisher tatsächlich noch nicht gehabt? Das einzige Wahl, was ich richtig gruselig nach der Nacht finde,
wenn du aufwachst und deine Arme sind eingeschlafen, deine Hände, dass du nichts mehr spürst. Ich hatte ohne Scheiß das erste Mal, dass ich das gehabt hatte. Ich habe super Panik bekommen. Ich habe gedacht, ich habe keine Hände mehr oder keine Arme mehr. Du kannst die Arme, wenn du auf den Arm drauflegst, dann, dann schnitt die Blutzufuhr ab. Und das ist, ohne Scheiß, das erste Mal habe ich mich richtig, richtig erschrocken und richtig gefürchtet und hatte super Angst gehabt. Beide Arme, ich glaube, es war nur ein Arm gewesen. Ein Arm einfach nicht mehr da gewesen. Das war echt super, super widerlich gewesen. Mittlerweile, ja, das Gefühl ist immer noch komisch, aber ich weiß, okay, bewegen. Versuchen zu bewegen, mental zu bewegen, dann funktioniert es schon recht schnell wieder. Und einfach die Arme freimachen für die Blutung. Aber ohne Scheiß, das erste Mal war das richtig, richtig gruselig gewesen. Es waren 9 Geldkisten und 200, ja. Das sind 1800 Dollar und das ist jetzt... Achso, gut, du bist Level 83 oder so gewesen. Ja gut, da sage ich mal nichts, ne? Ich träume immer, dass mich ein schwarzes Pikachu töten will. In meinen Träumen bin ich oftmals ein Fantasiewesen und erlebe verschiedene Dinge in einer anderen Variante, als der sie in der echten Welt kürzlich zuvor geschehen sind. Quasi wie Ni No Kuni. Naja, gut, Ni No Kuni ist eine Parallelwelt gewesen. Netflix-Film. Ob man ihn jetzt angucken muss, ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Ich habe ihn eher so nebenbei geschaut, als ich Mini-Healer gefarmt habe. Ich habe mal geträumt, dass ich der letzte Mensch der Welt bin. Das muss echt traurig gewesen sein. Ich träume immer von meinem Lehrer, den ich nicht mag, und der ist dann ein Zombie und verfolgt mich. Und manchmal träume ich von Fallschirmspringen. Ist doch geil, du kannst dann deinen Lehrer töten. Als Zombie. Kannst du immer sagen, Notwehr. Früher hatte ich solche Träume, wo ich unentlang gefallen bin. Das sind Albträume für mich. Diese Albträume habe ich seitdem... Oder was heißt diese Albträume? Diese Furcht. Das ist so krass. Es gab in Tomb Raider Angel of Darkness... Gibt es eine Stadt... Wo du durch die oder an den Häusern, zwischen den Häusern durchlaufen kannst. Wo es auch ab und zu Gullideckel gibt, wo es halt in den Untergrund geht. Und da, mein Bruder hat gespielt, ich habe zugeguckt. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch angefangen habe ich meine Leidenschaft für Let's Plays entdeckt. Dazu einfach zu kommentieren. Habe ich damals schon gute Erfahrungen gehabt. Und der ist einfach durch die Gullideckel durchgefallen, in die Unendlichkeit gefallen. Das macht mir immer so eine Panik, das ist so krass. Deswegen, ich kann auch irgendwie, wenn ich Tomb Raider Angel of Darkness spiele, oder wenn ich es mal spielen sollte, ich habe vor, es zu Let's Play noch einmal, ich werde einen derartigen Bogen um diese Gullideckel machen, das werdet ihr dann derart mitbekommen. Ich kann diese Deckel, boah, nee, diese Unendlichkeit ist einfach eklig. Kannst du mal zeigen, wie top das von heute geht? Wie kommst du darauf, dass ich das könnte, nur? Ich war Rasen mit Kartoffeln pflücken. Im Traum oder jetzt? Ich finde das Thumbnail voll cool, danke. Ich habe mal geträumt, wie ich auf dem Boot eine Kuh melke, aber statt Milch Orangensaft rauskommt. Ah, ist ja auch lustig. Welche Map ist auf Experten auf Chimps sehr schwierig, außer Matschpfützen, verfluchte Pfützen. Fallschirmspringen ist so cool. Findest du? Ah, bin ich nicht der Freund für. Nicht der Freund von. Hi Darky, welche Taktik ist gut für die neue Map und Plasma? Für die hier? Bauen Erzmagier. Baust ihn oben hin, hier bei dem Boot. Baust du das neben den Erzmagier hin. Push den Erzmagier, baust du mir wie noch einen zweiten Arkannagel hin. Und let's go. Kennst du Portal? Kenn ich. Gefällt mir aber nicht. Ich bin 9, fast 10 Jahre alt, da war ich zu alt geschätzt. Ich fühle mit dir bei mir auch. Bei den ganz komischen Träumen bin ich froh, dass ich mich an meinen nicht erinnere. Doch, Träume sind wichtig. Egal wie weak oder awkward oder... Wie weak. Wie... Was wollte ich sagen? Nicht weak. Wie awkward diese Träume sind. Das ist super wichtig, sich daran zu erinnern. Also nicht des Inhalts wegen, sondern einfach um zu trainieren, um zu üben. In einem Traum von mir war ich in einer verlassenen Schule, wo ich von einer Zombie-Armee verfolgt wurde. Hat was von The Walking Dead. Hast du vor kurzem vielleicht The Walking Dead geschaut? Vor allem, mich interessiert ja immer, warum ich sowas träume. Das ist ja meistens nicht aus Zufall. Das hat ja meistens wirklich verarbeitende Gründe für den Alltag. Poker. Okay.
Ups, kommt er da ran? Ich möchte mal falsch umspringen, echt, ja. Ich glaube, das traue ich mich nicht. Was soll ich verflucht für zum Matschwitzen, denkst du? Ich würde nur verflucht sagen, damit du Matschwitzen sagen kannst. Ja, dann schreib das doch vorher, dann Autsch. Autsch und Collegehof, wobei Collegehof, glaube ich, noch ekelhafter ist. Das war keine komplette Leere, wo ich unendlich lang gefallen bin, sondern es war irgendwie so ein komplett bunter Bereich, wo ich entscheiden konnte, wo ich lang falle. Weird wollte ich sagen. Nicht weak, sondern weird. Nee. Oh, man boostet nur auf Level 1 die Druiden oder Level 2, glaube ich. Aber Level 11 ist wieder alles okay. Sobald Oben Level 11 erreicht hat, werden alle Zauber abgebufft. Roffel, das kenne ich. Dass man sich manchmal in Situationen befindet, in denen man denkt, schon mal erlebt oder geträumt zu haben. Kenne ich. Wenn drei Leute in einen leeren Raum reinkommen und vier wieder rauskommen, dann muss einer reingehen, damit keiner mehr drin ist. Ah, witzig. Kennst du das, wenn du was träumst, dass du das voll logisch findest, aber wenn du aufwachst, denkst du dir, wie konnte ich glauben, dass das die Wahrheit ist? Mhm. Ich hab nur der Kopf. Das macht, was ich möchte. Kannst du mal Pflanzen gegen Zombies spielen? Kannst du mal Ausrufezeichen Projekte in den Chat reintippen, Schokokeks? Ich habe PvZ 1 und 2 gespielt, ich habe Garden Warfare 1 und 2 gespielt. Ich habe sogar Pflanzen gegen Zombies Heroes angespielt. Das Kartengame aller Hearthstone. Ich habe mal in einem Traum geträumt, dass ich von meinem besten Freund die Katze aus dem Fenster geschmissen und am nächsten Tag ist die Katze weggelaufen. Ah ja. Das war kein Traum gewesen, du bist schlafgewandelt. Naja, mit Level 11. II, nicht Level 13. Level 11. Soweit ich weiß. Ich träume immer, ich habe mal mit 6 oder 7 Jahren an einer Klippe runterzufallen, aber dann zieht mich mein Vater hoch. Ah, nett. Erinnert so ein bisschen an König der Löwen, wa? Mit Mustafa und, Scar war das gewesen. Mustafa? Nee, das ist Mustafa. Egal. Der Böse. Was spielst du für einen Modus? Das ist, Doppel-GP-Moab. Wie viele Maps hast du im schwarzen Rand? Ich habe 3. Ich habe 22, soweit ich das vorhin gesehen habe. 22 schwarze Teams mit einem Singleplayer. Das ist bei mir genauso oder so ein bisschen anders, dass man denkt, dass man das schon mal erlebt hat, finde ich sehr gruselig. Nicht gruselig, aber ich finde es cool, wenn ich es vorher gewusst hätte, damit ich sagen kann, jetzt passiert das und das, jetzt ist ein Zugunglück, jetzt kommt der Zug 10 Minuten später und dann so alle, oh mein Gott, du bist Hellseher. What? Diese Wackelaugen, ja. Mega gut, oder? Warst du schon mal im Escape Room? Nee, aber ich hab's vor. Einmal ist Mario aufgetaucht und hat das Pikachu durch einen Sprung getötet. Ah, Zeit für einen Koala. Akku ist leer, hau rein. Mufasa! Danke! Mustafa! Ich hatte gestern einen Albtraum, wo ich vom Slenderman gejagt wurde. Hm. Slenderman ist langweilig. Slenderman macht nichts. Hol dir bitte Vater von Künzi, was ist das? Weißt du, dass ich dumm bin? Lass mal so stehen, mal. Hau in Destroyer. Bin 26, Julius. Also, mehr als doppelt so alt wie die meisten von euch.
Ja, Traumgeschichten, Geschichten aus dem Chat. Ich bin ja am Platz vorhin, nice. Ich noch nicht. Noch eine Koop-Runde soll ich spielen? Na ja, gut, meinetwegen. Aber Koop dauert immer so lange.